Im Wiener Haus der Musik präsentierten der Philharmonics ihre neue CD. Die glorreichen Sieben rund um Stargeiger Tibor Kovács waren die Stars des Pausenfilms beim Neujahrskonzert. Was haben Sie da in der Hand? Wie teuer? Wie viel wert ist das? Ja, das ist ungefähr wie eine Luxusvilla im 19. Also sehr viel, aber vor allem 300 Jahre alt und sie wurde von großen Antonio Stradivari angefertigt. Die Violine gehört der Österreichischen Nationalbank und ich bin einer der glücklichen Geiger, die auf so einem Schatz spielen dürfen. Wie geht sich das aus? So viele Solo-Künstler, so viele Egos zusammen. Menschlich kann man vieles durch die unterschiedlichen Kulturen auch entschuldigen. Wenn wir es nicht vertragen, sagen wir, der kommt da halt aus Bratislava oder so und ich komme halt aus, bin halt ein Preuße. Das kann man immer, diese Konflikte so lösen. Fascination Dance versammeln sie Tanzstücke aus verschiedenen Genres. Wann hast du das letzte Mal für dich hemmungslos getanzt? Kann ich mir nicht mehr erinnern. Ich habe mal so mit einer Nachbarkatze einmal getanzt, weil sie mir Pussy gegeben hat. Ich war so glücklich, habe sie genommen, ich habe ein bisschen getanzt. Das war vor 2 Monaten. Es ist ja oft so, dass die meisten Musiker nicht tanzen. Ist das bei den Philharmonikern auch so? Das ist völlig richtig. Es ist zwar so, dass es ein paar gibt, die wirklich blendende Tänzer sind, aber im Allgemeinen. Und schließlich haben wir alle ein prominentes Vorbild. Der Johann Strauss, der Walzerkönig, hat keinen Schritt getanzt. Wer ist der beste Tänzer von euch? Also ich bin sicher der schlechteste Tänzer. Also man könnte mich vielleicht als Zirkusbären oder sowas engagieren. Ich bin wirklich der beste Tänzer von ganz Ensemble, weil ich bin professioneller Salsa-Tänzer auch. Könntest du ihm jetzt einen Schritt zeigen? Ja, das ist kein Problem eigentlich. Ja. Muss ich dich anfassen dabei? Oder? Es reicht, wenn du machst nur so. War das alles? Wenn Sie jetzt Dancing Stars anrufen würde. Das würde ich auch dann nicht machen, wenn ich tanzen könnte.